Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere euch für unseren YouTube-Kanal Modbox die Lockwood 608RK-Pflanzmaschine vor. Diese Sämaschine wird uns zur Verfügung gestellt von Custom Modding und der und die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass diese Sämaschine für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können uns eine Modder runterladen und nutzen. Ja, jetzt sagt der Sämaschine, nein, es ist eine Kartoffelsetzmaschine. Ich gehe mal hier hoch, hopp, und ihr habt es kurz gesehen. Ja, es ist eine Kartoffelsetzmaschine. Besonderheit bei der Kartoffelsetzmaschine ist, es gibt ja immer so Reinigungstanks, die montiert werden, die aber erstmal keine Besonderheiten mit sich bringen. Und hier vorne kann man einen Flüssigdüngertank installieren, um halt schon mal vorab zu düngen. Ja. Texturtechnisch muss ich sagen, sieht die sehr, sehr robust aus und sehr gut. Ich meine, hier außen, ne, dieser Verteiler für die Kartoffeln macht einen richtig robusten Eindruck. Auch jetzt hier die einzelnen Setzer da unten mit dem Schader vorne dran. Sehr, sehr cool. Das Ganze hat in meinen Augen eine größere Arbeitsbreite als die normale aus dem Standardspiel. Mit 6 Meter hat diese jetzt hier. Also das heißt, ihr könnt natürlich so ein bisschen mehr und schneller pflanzen. Wir machen es mal an. Und ihr hört sie schon arbeiten. Guck mal hier. Ne, okay, hier ist nicht geändert. Aber ihr hört schon mal, die Maschine will was machen. So, dann fahren wir mal los. Und ihr seht, zack, die ordentliche Kartoffeltextur ist da. Und die ganze Maschine fängt natürlich auch an, alles zu verbrauchen. Wenn wir in die Übersicht gehen, gehen wir hier auf gedüngt. Und ihr seht, es wird automatisch eine Düngestufe mitgemacht. Das heißt also, in dem Fall haben wir jetzt hier, auf jeden Fall wären wir jetzt quasi mit der Düngung komplett fertig und könnten im Anschluss, müsste es rein drin schwalzen und dann wäre es fertig. Nur Walzen, wisst ihr bei Kartoffeln, zerstört natürlich hier das Bodenlayout. Ihr seht auch, mit der Arbeitsgeschwindigkeit kommt man sehr gut hin, also lässt sich auch wirklich gut fahren. Einzig schade ist halt wirklich nur, dass man sie nicht einklappen kann. Das heißt, also ihr müsst mit der Breite halt auch über die Straße kommen. Das heißt, wenn ihr kleinere Maps spielt mit kleineren Straßen, könnte das natürlich schwieriger werden, weil ihr habt keine Möglichkeit, die einzuklappen oder zusammenzuklappen, beziehungsweise die anderweitig anzuhängen. Aber sie macht halt wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. So, schauen wir im Shop. Im Shop finden wir das Ganze jetzt natürlich, ich gehe unter DLC zum Mod, sonst finden wir unsere Kartoffeltechnik. Und hier haben wir für 129.500 diese Kartoffelsetzmaschine mit 8.000 Liter Volumen für Kartoffeln, also für Saatgut, Anführungszeichen. Benötigt Minimum 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Jetzt könnt ihr das Reihenwaschsystem. Könnt ihr einen Tank, zweite, also links oder rechts oder beide. Da haben wir aber keine Funktion, man kann sie auch nicht beladen oder ähnliches. Werkzeugkiste ist ein dekorativer Hintergrund. Habt ihr hier einen, die kann montiert werden? Ja, nein. Und der Tank für Flüssigdünger, der hier vorne installiert werden würde, könnt ihr sagen, ja, ne, gibt es halt nur einen. Ja, genau. Das ist, was ihr machen könnt. So, wenn ihr es wieder ein Wild durchkonfiguriert, kommen halt nochmal 2.555 dazu, sprich für 192.050 Euro könnt ihr euch diese Sämaschine dann gönnen. Ja. Nochmal zur Sämaschine selber. Machst du mal hoch. Ihr seht natürlich auch die Beleuchtungen. Ist natürlich auch fahrtauglich. Der Blinker ist alles da. Ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Rückfahrscheibe hat sie nicht. Eine Arbeitsbeleuchtung nur über den Traktor. Bremsleuchten funktionieren. Zack, seht ihr, das funktioniert auf jeden Fall. Also ist sie dann natürlich dann auch für euch sofort voll einsatzfähig. So, zack, da seht ihr mal, Staub wiebelt da auch auf. Das passt soweit. Ja, und mehr kann ich jetzt zu dieser Sämaschine auch nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und gerne mal die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Wenn ihr euch sehr für DLCs, Mods und Links interessiert, schaut mal unter das Video. Wenn ihr diese Links und so nutzt, dann unterstützt ihr McManus und den Entwickler. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne möchte ich mich für euch verabschieden. Hoffe, wir uns zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.